Ist nicht ganz einfach. Würde ich sagen. Mandaya Ioa Banda. Alter Schwede. So. Hier geht's ganz schön rund gerade. Meint ihr? Pass mal auf, ich nehme mal einen Ausdauertrank. Weil die. Diese. Dieser Hammerschlag, der wirkt immer ganz gut gegen den König. 171 sind wir jetzt. Sie muss dringend mal ein... Oh, nein, das wollte ich nicht. Du sollst hier drauf gehen eigentlich, aber du brauchst erst nochmal einen Heiltrank. So. Nehmen wir mal ein paar Heiltränke rein. Nummer 1 und danach bitte vollen Angriff hier drauf. Naiva, was mit dir denn passiert, ey? Amazone vorrat. Naiva ist... sterbend? What? Das sind diese verdammten Kugelblitze, ey. Die sind so hart. Ich nehme die Sache in die Hand. Die sind so übel, die Viecher. Alle mal hergehört. Ach, sie liegt auch am Boden. Sie ist auch sterbend. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch... Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich muss unbedingt den König jetzt kriegen, weil sonst haben wir alles umsonst gespielt jetzt gerade. Oh, das war schön. 60 war richtig gut. Das mag mir wohl gefallen. Da kannst du auch direkt nochmal einen draufsetzen. Momentan haben beide sehr viel Lebensenergie, was nicht schlecht ist, was nicht verkehrt ist. Ja, das habe ich natürlich befürchtet. Aufgepasst. Und da spielen wir jetzt natürlich echt mit so ein bisschen... Kurkum! Mit dem Feuer, kann man wirklich sagen. Wenn wir jetzt hier nicht sofort die Heiltränke nehmen. Lass das mal Vorgrim machen. Oh, Gott sei Dank, ey. Das war alle mal hergehört. Sowas von knapp gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber Rulana hatte halt irgendwie noch so 3 Lebensenergie übrig oder so. So, und wie viel hat der jetzt? 5? Nee, stimmt nicht. 50 hat er noch. Ich nehme jetzt den Trank auch noch. Aufgepasst! So, und mal gucken, ob wir das... Boah, das war jetzt echt knapp. Das war viel zu knapp. Mach den weg! 24, okay. Das war nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich mache jetzt aber mal gerade den letzten Grolm noch weg hier. So, und jetzt hier nochmal einen Heiltrank und danach auf den drauf. Puh. 5 Lebensenergie hat er noch. Jetzt kriegt ihr doch bitte einmal draufhauen. Na also. Alter Schwede. Puh. Das war knapp. Das war richtig knapp. Prost. Und jetzt erwacht der Drachen zum Leben und jetzt fängt der richtige Kampf erst an. Ja, huch! Sie hat einen Michael Jackson-Move gelernt! Die neueste Waffe! Oh, what the fuck? GG! Vielen Dank, vielen Dank. Hat sie denn jetzt den, das Ding mitgenommen? Warte mal, da ist eine Truhe! Nicht an der Truhe vorbeilaufen! Nein! Dammit. So, wie geht's uns? So mittelprächtig, ne? Nur noch ein paar Knochenbrüche zu versorgen. Währenddessen kann der Vogel mal schnell zu der Truhe gehen. Natürlich. Schatztruhe. Magisches Amulett, Stahl, Sand und Edelsteine.
Nice. So, das magische Amulett geht natürlich sofort an Gwendala, die aber zunächst noch einmal von der guten Olana verarztet wird. So. Und währenddessen wollen wir aber trotzdem schon mal hier gucken, identifizieren. Was kann das so? Konstitution! Konstitution plus 1 für wen, zum Beispiel für Fogrim könnten wir das machen. Ist doch okay. Fogrim hat noch kein Amulett. Passt. Alle mal hergehört. So. Was haben wir denn noch so? Ich glaube, das war's. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz, weil ich den Entwicklern nicht traue. Werde ich noch mal alles erneuern, was wir so bisher hatten. Und wir wollen hier durch die letzte Tür, die Feuertür. Autosave. Ah, das speichere ich auch noch mal. Wenn hier auch noch ein Autosave kommt, dann das mag mir ja gar nicht gefallen. Ich hole nochmal Meister Petz dazu. So. Was kann denn jetzt noch kommen? Wir haben das. War das nicht das adamantene Herz, was wir da gerade hatten? What the fuck? Wo sind wir denn hier gelandet? Alter Schwede, das ist, sieht da aus wie das Gefängnis des Zyklopen oder so ähnlich. So sieht das aus. Wollen wir mal gucken, ob der Zyklop uns vielleicht tatsächlich wohlgesonnen ist. In der Feuerschmiede. Ach ich nein. Ich begrüße den Streiter, der nach all den Jahren zu mir vorzudringen vermochte. Ich bin Pal Natar. Der letzte Wächter über den Seelenstein, den ihr das adamantene Herz nennt. Eure Suche ist beendet. Meine Wacht ist beendet. Endlich. Ein Tag. Ein großer Tag, von dem die Legenden berichten werden. Gesellt euch zu mir ans Feuer. Ich sehe viele Fragen in euren Augen und will sie beantworten. Ja, episch. Willkommen in der Esse. Wärmt euch am Feuer. Ihr kennt meinen Namen? Kennt ihr auch meine Videos und meinen Channel? Das Orakel der Hesinde zu Ferdok und das Auge des Drachen führten mich hierher. Ich bin naiver weiß von nix. Mein Weg war voller Hürden und Feinde. Eure Stimme. Oh, ihr klingt wie das Orakel von Ferdok. Seid ihr das Orakel? Was hat es mit der Feuerrüstung auf sich? Und das adamantene Herz? Ist es wirklich der Karfunkel eines gigantischen Drachen? So klein und gleich so viele Fragen. Legt erst einmal eure müden Füße zur Ruhe. Dies wird nun für lange Zeit eure neue Heimat sein. Bis ihr selbst, so wie ich, alt geworden seid und einen Nachfolger für die ewige Wacht bestimmt. Heimat? Wovon sprecht ihr? Ich soll das adamantene Herz bewachen? Nur nicht so hektisch, Kleinfüßler. Lasst mich von Anfang an erzählen. Von Drachen und Verrat. Von Geduld und von Karfunkeln. Meine Zunge ist rau und träge. Ich hatte in all den Jahrhunderten wenig Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen. Ich bin der letzte einer langen Reihe von zyklopischen Wächtern. Unsere Bestimmung war es, ein strahlendes Kleinod zu behüten. Den Karfunkel des alten Drachen Umbrakor. Ihr konntet bereits sein großes Skelett erblicken. Ja, Umbrakor, der auch von der Hesindekirche angebetet wird und als einer der fünf Wächter des Weltengleichgewichts gilt, der etwa? Ich habe nämlich meine Hausaufgaben gemacht.
Aber wie kann er tot sein? Umbrakor war vor vielen Jahrtausenden ein mächtiger und gütiger Drachenkaiser, Herrscher auf der Dracheninsel und ein Hüter der Weltenharmonie. Doch sein missgünstiger Sohn Ardakor ermordete ihn heimlich und hinterrücks auf dem Gipfel des Berges Drakensang, der nicht weit von hier liegt. Ardakor gab sich fortan selbst als sein Vater aus. Auf dem Dracheneiland errichtete er ein Tyrannenreich, während Gebeine und Karfunkel Umbrakors bleichten. Oh, ein Frevel, mit Sicherheit. Und all das blieb über Jahrtausende unbemerkt? Hallo? Das ist Identitätenklau. Sowas kann zur Anzeige gebracht werden. Gierige Grolme raubten das Skelett Umbrakors und versteckten es tief im Ambossgebirge, stets in der Angst, vom hasserfüllten Ardakor und seinen Dienern entdeckt zu werden. Doch die Grollmenstadt Korumbra ging durch Neid und Habgier und den Krieg gegen die Zwerge zugrunde. Ach, das adamantene Herz war also eins der große Schatzsteine der Grolme. Ja. Nach dem Untergang der Grolmenstadt bestallte Ingarosch, Gott von Feuer und Erz, uns Zyklopen zu den Wächtern über den Karfunkel Umbrakors. Und Ardakor giert nach diesem Karfunkel. Er sucht ihn seit Jahrtausenden. Aber warum sucht er ihn? Er braucht den Stein, um selbst ewiges Leben zu erlangen. Denn er ist nur der Sohn eines Unsterblichen, nicht einer der Ihren. Wenn er das adamantene Herz seines Vaters findet, wird sein Triumph endgültig sein. Dunkle Drachen werden herrschen, die jüngeren Völker werden brennen und der Weltenkreis wird auseinanderbrechen. Das sollte möglichst nicht geschehen. Die Wacht über den Karfunkel währt schon sehr lange Zeit. Doch wir Zyklopen wurden immer weniger. Denn rachsüchtige Geister aus der Grolmenzeit minderten unsere Zahl und unseren Mut. Am Ende blieb nur noch ich zurück. Wenn auch gefangen durch die Magie des Grolmenkönigs und fern des Steins. Da sprach eine Stimme aus dem Karfunkel in der Höhle zu mir, hier in der Esse, und wies mich an, einen Nachfolger aus den jüngeren Völkern zu erwählen, die unterdessen Aventurien besiedelten wie Bienen eine Sommerwiese. Herz, Weisheit und Kraft des Nachfolgers mussten geprüft werden. Die Drachenqueste! Ja, so nennt ihr sie. Ich übergab, es mag 8 Jahrhunderte her sein, kleinfüßigen Dienern der göttlichen Schlange das Orakel, durch dessen Aufgaben ein würdiger Wächter bestimmt werden sollte. Nur er sollte die Karfunkelhöhle erreichen. Kein anderer, kein Diener des Drachen darf je hierher gelangen. 9-mal las ich aus den Bildern in Umbrakors Karfunkelstein. 9-mal sprach ich durch die Statue des Orakels. 9-mal hoffte ich, von der Magie des Grolmenkönigs befreit zu werden. Doch erst das 10. Mal brachte den ersehnten Nachfolger. Euch, naiver Weiß von nichts. Also, eigentlich, das müsste jetzt mal gesagt werden, bin ich ja nur hier, um... Auch schmiedete ich die Feuerrüstung, unzerstörbar von göttlichem Segen erfüllt. Ich schleuderte ihre Einzelteile hinaus in die Welt. Es war ihr Schicksal, sich nur an dem einen zu vereinen, der die Wacht fortsetzen kann. Ja, ich habe all diese Teile. Dieser Teil der Vorsehung hat sich tatsächlich erfüllt. Eure götterbestimmte Aufgabe ist es, von nun an den Karfunkel zu bewahren und vor der ganzen Welt zu verbergen. Das Gleichgewicht der Mächte, die Zukunft der jungen Völker, die gerade erst erblühen, liegt in eurer Hand. Alles, was in eurem künftigen Leben Bedeutung hat, findet ihr hier in diesem erzenen Kerker der Karfunkelhöhle. Die Esse, die Gebeine, den Seelenstein. Aber was soll ich hier tun? Hier ist doch überhaupt nichts. Hier gibt's gar keine Shops.
Hier kann man gar keine Kleidung kaufen. Schuhe brauche ich auch dringend neue. Also, Ihr werdet jeden Angreifer und Dieb der Lava überantworten. Ihr werdet den Schutzzauber des Steins erneuern. Ihr werdet dereinst, wenn eure Knochen alt sind, durch das Orakel sprechen und einen Nachfolger erwählen. Meine Aufgabe ist getan. Meine Hände wird bald die Kraft verlassen und ich habe einen Durst, dass sich die Grolme rückwärts aus ihrem Hintern hinaus bewegen. Und ich werde eingehen in Ingaroschs Feuermeer, aus dem er mich einst geschaffen hat. Und davor werde ich mindestens 500 Liter Ferdocker Weizen zu mir nehmen. Jetzt wisst ihr alles. Und nun seid ihr Wächter des adamantenen Herzens. Du bist's. Die Größe der Aufgabe ehrt mich. Die sterblichen Resten eines der 5 alten Drachen müssen beschützt werden, aber muss ich wirklich in dieser Höhle versauern? So ist eure Bestimmung, Zweiauge. Ihr habt Umbrakos Karfunkelstein aus den Klauen des Grolmenkönigs befreit und tragt die Feuerrüstung. Ihr seid nun für die nächsten Jahrhunderte mein Nachfolger in der Karfunkelwacht. Nein, das glaube ich nicht. Dieser junge Körper ist zu anderem bestimmt. Die Drachenkultisten sind mir dicht auf den Fersen. Ich habe Malgora um das Auge des Drachen geprellt. Sie wird nach Rache gieren. Ich fürchte, dieser Ort wird auch weiterhin nicht sicher sein. Nach all den Kämpfen und Entbehrungen kann diese Wache hier nicht meine letzte Aufgabe sein. Ihr werdet euch schon in euer Schicksal finden. Die Macht des Grolmenkönigs ist gebrochen. Die Sicherheit des Steins wiederhergestellt. Eure Wacht hat bereits begonnen. What? Irgendwie muss ich Palnatar überzeugen, mir den Karfunkel zu übergeben, denn ewig hier zu wachen kann nicht der Lohn für die Mühen sein. Ja, irgendwie, ne? Hätte ich jetzt noch meine 500 Liter Ferdocker dabei, das wäre doch mal was. Kann ich damit noch mehr, ich kann auch weiter mit dem sprechen. Nun, naiver, achso. Was möchtet ihr mir noch sagen, bevor ich in das große Lavameer eingehe? Ich fand diese Gebeine anderer Zyklopen. Es erscheint mir richtig, dass ihr sie haben sollt. Die letzten Spuren meiner Brüder. Sie starben für ihre Aufgabe. Vielleicht werdet auch ihr einst so enden, denn der Feind ist stark. Ich werde die Gebeine bestatten. Ihr wisst, den Tod zu ehren. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen? Ich fühle mich nicht dazu berufen, hier ewig zu wachen. Meine Aufgabe muss eine andere sein. Ich weiß es. Naja, das wird ihn nicht überzeugen. Oder hört zu, Palnatar, die Anhänger Adakors suchen schon seit langem nach dem adamantenen Herzen und sie sind mir dicht auf den Fersen. Vielleicht das? Wie meint ihr das? Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihre Anführerin Malgora einen Weg in diese Höhlen findet. Wir müssen den Karfunkel an einen anderen Ort bringen. Der Karfunkel ist schon seit vielen Jahrhunderten hier. Ja, Jahrtausenden. Dies ist sein Platz. Nein, er ist nirgends sicherer als in diesen Hallen. Seid ihr sicher? Ich bin ein kleines blondes Mädchen und bin hier reingekommen. Wir könnten das adamantene Herz hier ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Ich hätte da noch ein Schiff, das mir zusteht. Oder ins ewige Eis bringen. Oder... Schweigt! So wollt ihr mit Umbrakors Seele verfahren, der Essenz eines Unsterblichen, sie fortwerfen wie einen rostigen Amboss? Niemals! Habt ihr sonst noch etwas anderes auf dem Herzen? Ich fühle mich nicht dazu berufen, hier ewig zu wachen. Habt Geduld, ihr werdet in eure Aufgabe hineinwachsen. Ach, ich habe da noch eine Frage zu den ganzen Hintergründen der Geschichte. Ja, Zweiauge. Wenn seit Jahrtausenden einer der 5 alten Drachen tot ist, was bedeutet das für das Gleichgewicht der Welt? Umbrakors Tod hat viel Unheil ermöglicht. Zu viel.
Seit Jahrtausenden schon nimmt die Welt mit jedem Jahr ein wenig mehr Schaden. Es wäre ein Segen, wenn er ins Leben zurückkehren könnte. Doch das ist nur ein vergeblicher Traum. Aber sicher werdet ihr als künftiger Wächter des Karfunkels auch einmal in Visionen oder Träumen seine Stimme vernehmen, wenn sie zu euch spricht. Umrako hat nach seinem Tod aus dem diamantenen Herzen zu euch gesprochen? So ist es. Kein Unsterblicher ist jemals wirklich tot. So sendet mir Umrakos Geist gelegentlich Visionen. Auch ihr werdet irgendwann die Nähe seiner einstigen Macht spüren. Nach allem, was ihr mir berichtet habt, Palnatar, kann Umbrakor nicht tot sein. Mir scheint vielmehr, dass er nur schläft. Oder im Urlaub war. Worauf wollt ihr hinaus, Zweiauge? Ihr könnt das Flackern seiner Seele lesen. Sein Geist ist also noch da. Lebendig, quicklebendig. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass wir Umbrakor wieder zum Leben erwecken? Dass wir ihm einen Körper verschaffen? Ich kenne einen Zauberer, Meister Akorium heißt er, der Karfunkelsteine erforscht und mit ihnen sprechen will. Ihr habt Zweifel, die Wacht zu übernehmen. Es dreut Gefahr, von Ardakors Schergen entdeckt zu werden. Und ihr drängt auf schwache Aussicht, Umbrakor wieder in diese Welt zu holen, auf dass er alles wieder ins rechte Lot bringt. So schwach ist die Aussicht nun nicht. Es gab schon Plots in Hollywood, die waren, dünner, würde ich mal sagen. Gelehrige Zauberer vermögen vieles. Meister Akorium arbeitet daran, die Geister von Edelsteinen wie Karfunkelsteine zu erwecken. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin überzeugt, ein Mann von seiner Expertise könnte auch Umbrakor wieder zu Bewusstsein bringen. Vielleicht. Ihr meint... Gebt mir den Stein, Palnatar, und ich werde mir ich werde ewige Wacht beenden. Ja, sie wird dann nicht mehr nötig sein. Dann wird der alte Drache selbst seinen Thron zurückfordern und Ardakor mit seinem Flammenodem wegpusten. Nun? Wartet, Kleinfüßler, wartet. Gar nicht so einfältig. Ja, tatsächlich, wenn der Geist im Karfunkel erwachen würde, vermag er sich vielleicht einen neuen Körper zu suchen. Ihr müsst wissen, dass Ardakor den Karfunkel verschlingen muss, um sich dessen Kräfte zunutze zu machen. Täte er dies jedoch, nachdem dieser Seelenstein erwacht wäre, würde der Karfunkel den Körper des gierigen Drachen übernehmen und Ardakor töten. Welch große Fügung, dass ihr solch Zauber kennt. Ja, ich selbst, aber Akorium wäre sicherlich dazu in der Lage. Nach nichts anderem forscht er seit Monaten. Aber wenn nicht gut, seit Jahren. Dann soll es so sein. Ich werde den Schutzzauber um das adamantene Herz aufheben. Nehmt den Karfunkel und erweckt ihn. Tut dies, bevor Ardakor ihn euch entreißt. Denn das wird er. Früher oder später. Ja, nice! Otamor Ungramar, weiche Schutzschild. Der Schutzschild ist vergangen. Nun geht's und lasst euch eure Bestimmung künden. Zack! Narren! Ihr dachtet, ihr könntet Malgora hinters Licht führen, als ihr mir das falsche Drachenauge gabt. Jetzt, wo es darauf ankommt, nehme ich den richtigen Stein. Zudem hat mir euer törichtes Gespräch die Augen geöffnet. Umbrakor, der Zerstörer, ist tot. Es lebe Ardakor, der Zerstörer. Und Malgora, die ihm den Karfunkel seines Vaters brachte, wird reich belohnt werden. Schlange, ich kenne dich aus meinen Visionen. Wage nicht, mit deinem dreckigen Clown den heiligen Seelenstein zu beschmutzen. Du alter, einäugiger Narr! Glaubst du, deine Worte könnten mich jetzt noch aufhalten? Du hast versagt! Im entscheidenden Moment auf der ganzen Linie versagt! Ich gehe nun und habe einen alten Drachen zu führen. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt, um euch zu verkriechen. Denn wenn ich zurückkehre, werde ich euch vernichten! Nein! Was habe ich getan? Bei den Feuern Ingaroschs.
Umbrakors Seelenstein in den Händen des Feindes. Meine Kräfte, sie schwinden. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Oh, 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 oh. Das lief aber nicht wie geplant. Also so mal gar nicht. Das tut mir jetzt ja irgendwie leid für den armen alten Zyklopen. Jahrtausende hat er hier gewacht und dann sowas. Das ist ja jetzt wirklich doof gelaufen. Rette den Karfunkel. Höchst ärgerlich. Ich leiste die Arbeit und Malgora streicht den Lohn ein. Langsam wird es persönlich. Zum Wohle Aventuriens werde ich ihr den Stein wieder abjagen. Ich bin doch nicht den ganzen Weg gegangen, um jetzt aufzugeben. Da hat sie sich den falschen Gegner ausgesucht. Nun gut, liebe Leute. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge bzw. am nächsten Dienstag weiterspielen. Spiel speichern. Schreibt mal hier rein. Geht noch weiter. Speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.